Ich sei wieder zurück. Ich hol nur schnell die Lampe, die ich Ottmar versprochen habe. Diesmal komm ich mit. Edeltraut. Als deine Verlobte möchte ich doch schließlich wissen, wie du vorher so gewohnt hast. Jetzt, wo du zu mir ziehst. Na ja, damit ich es dir später mal genauso machen kann, wie du es gewohnt bist. Ne? Wie ich gewohnt bin, na lieber nicht. Ach du liebe Jüte. Glaubst du vielleicht, das ist die erste Junggesellenbude, die ich sehe? Hallo, King Kong. Stell dich mal der Dame vor. Ich bin King Kong, der Haushaltsroboter HR2000. Wie geht es dir, Ossi? Mir geht es gut. Hast dir aber eine starke Braut angelacht, Ossi? Ja, du? Er ist in der Pubertät. Fummelt ganz gerne heimlich an seiner Programmierung rum. Schäm dich, in die Ecke. Husch, husch. Du bist gemein, Ossi. Na du, der ist ja süß. Kann der noch mehr? Ja, kochen, waschen, bügeln. Na, da fehlt aber was ganz Entscheidendes. Also so ganz überflüssig macht er mich nicht. Sag mal, wo schläfst du denn du hier überhaupt? Ach, das ist ja toll und so praktisch. Das sogenannte, berühmte Damoklesbett. Ja, wenn man wenig Platz hat, dann muss man sich auch was einfallen lassen. Ja. Das kann ich verstehen. Ist ja auch alles ein bisschen barock hier bei dir. Ne? Naja, nun verstehe ich auch, warum wir nie hier bei dir genächtigt haben. Na, willst du nicht gleich deine ganzen Klamotten mitnehmen? Nee, morgen. Nee, übermorgen. Oder wenn dir das nicht passt, dann... Och, du, das passt mir ganz prima. Warte mal, wollen Sie mich in den Ruin treiben? Das ist ein Erbstück von meiner Oma. Auf dem Sterbebett musste ich ja hoch und heilig versprechen, dass ich den nicht unter 20 Mark verkaufe. Beim Heiligen Bonifatius, falls Ihnen der Name was sagt. Na, 15? Wissen Sie was? Weil Sie so niedlich sind, ich schenke Ihnen den. Dankeschön. Irgendwie bin ich Frauen gegenüber immer zu gutmütig. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ossi. Hier, deine Lampe. Mensch, tipptopp, ganz wie original. Also jetzt muss man dir lassen, von antiken Elektrogeräten verstehst du was? Was ist denn, hast du was? Nö, na komm, mein Kumpel kannst du nicht vormachen. Kennst du den Spruch? Nicht lange plagen, Ottmar fahren. Ach, soll schon sein, ja? Edeltraut. Darf ich mal raten, ihr habt euch gestritten? Nee, falsch. Sie will, dass ich zu ihr ziehe. Mit Maigen da. Ein Gesicht machst du. Freu dich doch darüber. Naja, eigentlich schon, aber meinst du? Ja, was heißt eigentlich? Ja, eigentlich heißt. Ja, heißt eigentlich. Also eigentlich lieben wir uns. Aber eigentlich sind wir auch völlig verschiedene Menschen. Hör mal, Ossi, das Zusammenleben zwischen Mann und Frau ist viel einfacher als du glaubst. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja, und warum wohnst du dann alleine? Und ich, wir sind ein abgeklärtes Paar. Verstehst du, wir respektieren unsere Freiräume. Ja, genau, genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Freiraum braucht, der den anderen nervt. Also einer ist zum Beispiel, was weiß ich, also Langschläfer, der andere ist ein Frühaufsteher. Ja, dann muss man Kompromisse machen. Differenz der Zeit geteilt durch zwei. Wenn der eine um 6 aufsteht, der andere um 10, müssen sie einen auf 8. So einfach ist es. Nee, Edeltraut braucht ihren Schönheitsschlaf. Bis in die Puppen, und halbe Puppen gibt's nicht. Ist das alle? Ja, ich lasse auch mal gerne mal was liegen, ja? Und Edeltraut ist eine Aufräumfanatikerin. Also ich bin das Junggesellenleben so gewohnt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann, so ehelich zusammenleben. Ich hab Schiss. Ja, wie wäre denn, wenn du das mit Edeltraut mal besprichst? Ja, genau das geht eben nicht. Ja, ist doch alles schon fest abgemacht. Sie kann doch nicht plötzlich einen Rückzieher machen.
Nee, das geht nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wie ihr das beibringen soll. Eine Aussprache geht immer, Ossi. Muss immer gehen. In unserer humanistischen Gesellschaft ist das Lebensregel Nummer 1. Ach, was ist die Lebensregel Nummer 2? Nummer 2? Nur so mal zum Üben, ja. Nicht überhasten. Das gefällt mir schon wesentlich besser. Ja, das glaube ich. Das liegt ja bei deinem karibischen Temperament, wa? Sag mal, ich muss noch schnell eine Brennholzfuhr fahren nach Neukölln. Marion kommt gleich. Halt mal hier die Stellung, ja? Ich denke inzwischen über dein Problem nach. Muss er denn nur unbedingt mit dir zusammenziehen, der Ossi? Warum denn? Ja, weil er ja doch sowieso meistens bei mir übernachtet. Naja, und ich liebe ihn ja auch. Und eigentlich möchte ich ja auch, dass wir zusammenleben. Aber... Naja, frag doch mal, red doch richtig mal mit ihm. Nee, na, das geht nicht. Ich hab ihn doch gefragt, ob er bei mir wohnt. Wenn ich jetzt sage, du, Ossi, das geht nicht, na, das gibt doch eine Riesenkatastrophe. Naja, aber wenn du jetzt mit ihm zusammenziehst und du fühlst dich von Anfang an unglücklich, dann ist doch das eine viel größere Katastrophe. Naja. Nicht? Meinst du nicht vielleicht, dass man das Zusammenleben mit einem Mann erlernen kann? Na, also, weißt du. Da bin ich mir bei dir nicht so ganz sicher. Aber ich denk mal drüber nach. Vielleicht fällt mir aus der Schatzkiste meiner reichen Erfahrung was ein. Reinspaziert, Herrschaften. Spaziert ist gut. Der hat in eine Wespe getreten. Oh. Das ist ja nur mein bescheidenes Rittergut. Mensch, das ist ja ein kleines Paradies. Kleines? Ein großes, möchte ich mal sagen. So. Mitten in der Natur, zurückgezogen. Na, hier kann man seine Sorgen vergessen. Hast du denn Sorgen? Ich? Nee, ich meinte nur so allgemein. Kann man vergessen, könnte, wollte ich sagen. So, kommt mal mit. Ich muss euch mal was zeigen. Das ist das Beste von Pflanze. Ja? Hier ist mein Lieblingsplatz. Aha, nicht schlecht. Na ja, du, setzt euch erst mal hin. Margarete? Mhm. Hans? Ja. Dahin. Na du? So, ich komm schon zurechte. So, und nu kick mal geradeaus. Was seht ihr da? Ein Fernsehturm. Jawohl, unseren Fernsehturm. Mhm. Fernsehturm Ost sozusagen. Ja, einwandfrei, den mit der Kugel. Ja, den mit der Kugel. Ja. Bei euch ist ja alles viel schöner als bei uns. Die Autos, die Mode, was weiß ich. Aber was den Fernsehturm angeht, da sind wir vorne. Früher hätten wir sagen müssen Weltniveau. Na, ist er ja auch, nicht? Euer ist ja mehr so ein abgebrochener Eiffelturm, nicht? Aber unser einmalig. Ja, wenn denn so die Sonne untergeht und durch den Smog auf der Kugel blinkt, ja? Schön. Das ist Heimat. Das wird übrig bleiben von der DDR. Mhm, ist wirklich schön, ja. Einwandfrei, Otto. Weltniveau. Na, das weiß. Ich dachte immer, weiß ist weiß, aber jedes weiß ist anders. Ja, ich weiß. Ja, also ich meine, ich glaube, die schätzen mich schon sehr. Ich glaube nicht, dass jeder leitende Angestellte so eine Wohnung präsentiert bekommt. Nicht? Ganz bestimmt nicht. Ja. Nee, du, die jetzt das Familienfoto lieber ins Schlafzimmer, irgendwo hin. Wenn ich spät habe. Oh, ich muss. Och, Mensch. Ja, ja. Du wolltest doch vielleicht erst morgen früh fliegen. Och, dann hätten wir wenigstens noch den Sonntag zusammen gehabt. Ja, Moment mal, Hase. Vielleicht, habe ich gesagt. Vielleicht, das hatten wir doch schon geklärt. Ich muss mich doch vorbereiten. Du kannst ja inzwischen die Stadt erkunden. Ja, die möchte ich viel lieber mit dir zusammen erkunden. Also, wenn du mich fragst, ich finde, deine Firma schubst dich ganz schön rum. Na, das kannst du aber laut sagen. Aber was soll ich denn machen?
Aber wenn ich zurückkomme, Liebling, dann nehme ich mir eine Woche Urlaub. Ist gut. Ich weiß ja, dass du das eigentlich bloß für uns beide machst. Ja. Entschuldige. Ja, na endlich. Ich habe mich mit Edeltraut verquatscht. Ihr seid übrigens erst morgen verabredet, lässt sie dir ausrichten, nicht heute. Wo ist denn der große Spiegel? Blöde Korea-Gurke, da springt ständig das Datum. Den habe ich vorhin verkauft. Schön. Wart morgen erst? Das tut mir aber leid. Ja, ich kann mich heute richtig auf sie freuen. Na ja, ihr werdet ja jetzt zusammenziehen, da seht ihr euch ja immer, nicht? Mhm. Gratuliere. Allerdings. Wie, was? Was allerdings? Also ich könnte das nicht. So auf immer und ewig mit Ottmar unter einem Dach. Na mal, was willst du denn damit sagen? Noch gar nichts. Ich meine nur, wenn zwei Menschen, die gewohnt sind, ihr eigenes Leben zu führen, plötzlich zusammenziehen. Da hat doch jeder seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Ordnung, seine Vorlieben und Abneigung, ne? Sag mal, hat dir der Edeltraut was gesagt? Nein, so direkt würde sie das doch nicht tun. Aber indirekt? Das ist ja schön, das ist schön, dass ich das höre. Ich bin nämlich bereit, mein Leben hier umzukrempeln, ja, bis ins Mark. Ossi, sei froh, dass du es rechtzeitig hörst. Wie heißt das Sprichwort? Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, mit der gemeinsamen Wohnung fängt doch die Ewigkeit an. Die kann manchmal länger dauern als ein gemeinsames Familienpaar. Das sage ich dir. Oh, hallo. Hallo, Edeltraut, meine Sonne. Nanu. Kam zufällig hier vorbei, dachte, guckst du mal rein auf ein kleines Zigärchen. Ein paar Minuten. Naja, wenn es nur ein paar Minuten sind, kein Problem. Immer wieder schön, deine Sonne. Hm? Wer gerade so weit sucht. Ich habe gehört, Ossi zieht bei dir ein. Ach, Guck mal an. Wo hört man denn so weit? Ja, Buschtrommel, kennst du ja, wa? Aha. Und wer hat getrommelt? Irgend so ein Eingeborener, wer ist ein Neger namens Ossi? So, so. Der macht sich ja große Sorgen, der Junge. Ach, worüber denn? Na, wegen eurer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, verstehst du? Er denkt, dass die Harmonie vielleicht flöten geht, wenn er jetzt nicht nur das Bett, sondern auch noch den Herd teilt, wenn du verstehst, was ich meine. Sag mal, das ist ja nun wohl das Allerschärfste. Ich als eingefleischte Junggesellin, ich versuche, mein Leben völlig umzukrempeln aus Liebe. Ja, ja, ja. Ich blöde, weil ich mir denke, Liebe geht vor. Naja, du hast ja recht, Edeltraut. Da weißt du, so eine eheähnliche Wohngemeinschaft, verstehst du, muss bedacht sein. Und prüfe, wer sich ewig bindet. Mit der gemeinsamen Wohnung fängt die Ewigkeit an. Und das dauert manchmal länger als ein gemeinsames Familiengrab. Sag mal, hat Ossi das gesagt? Nee, das ist ja Mayans Lieblingsspruch, weißt du. Ha! Mensch, was pfeifen mir die Kerle nach? Ottmar, naja, musst du zugeben. Ja. Aber ich wäre bereit gewesen und muss mir sagen lassen, mit mir in einer gemeinsamen Wohnung, das ist wie im Familiengrab? Ta, nee, Ottmar, nee, also wirklich nicht. Also das muss ich mir nicht bieten lassen. Ruf, Mensch. Nee. Ich bringe uns noch einen kurzen zum Kaffee. Weg der Lebensgeister. Otto, ich wollte Oma damit nicht belabern. Du bist doch Hausbesitzer. In Mietshaus macht doch kein Rockefeller. Nee, es handelt sich um was Juristisches. Ah. Ich hab da einen alten Kollegen, der hat auch so einen kleinen Laden in Schöneberg. Ja. Und den habe ich neulich getroffen. Und da hat er mir erzählt, ihm haben sie die Miete raufgesetzt. Ums Vierfache. Von einem Tag auf den anderen. So was hatte bei uns bis jetzt noch nicht gegeben. Deswegen bin ich kein Fachmann. Aber ich würde sagen, sofort die Mieterberatung. Siehste, das habe ich ihm auch gesagt. Mieterberatung, ja. Also viel Hilfe war ich ja nur leider nicht, aber... Nee, man freut sich ja schon, wenn man jemand daraufhin ansprechen kann. Nimmst du schon mal? Ja, danke. So, komm zu Oma. Danke. Hallo Mädels, wisst ihr schon das Neueste? Ossi und Edeltraut reden nicht mehr miteinander. Seit Tagen. Ach, die waren doch ein Herz und eine Seele. Wie du wieder übertreibst, seit Tagen. Na, du solltest doch das am besten wissen. Du hast doch Ossi eingewispert. Mit Edeltraut in einer Wohnung ist wie im gemeinsamen Familiengrab. Das soll ich gesagt haben? Das ist doch deine Ausdrucksweise. Hat mir doch Edeltraut Brühwarm erzählt. Ich hab dich bloß zitiert. Na, mir hat sie das allerdings anders dargestellt. Yeah.
Ja, sag mal, hast du mich gerade angerufen? Nee. Ja, ich auch nicht. Ich hab schon geschlafen. Ja, ich auch. Hast mich geweckt. Ja, du mich auch. Gute Nacht. Na, ist denn das die Möglichkeit? Leg dir einfach auf, dieser Macho. Morgen, Ossi. Da, dein Kakao. Hast du schon gefrühstückt? Nee, danke, nee. Ich hab da einen Brief für dich. Von Edeltraut. Was steht denn drin? Ossi, weiß ich doch nicht. Und ich will's nicht wissen. Siehst du, was ich damit mache? Das mache ich. Bist du nicht ein bisschen streng? Ich hätte da auch einen Brief. Für wen denn? Ja, nur für Edeltraut, wen sonst? Na, gib ihn dir doch selber, da kommt sie gerade. Ich muss gleich los. Ich kann noch. Also, ihr benehmt euch wie die kleinen Kinder. Na, ich doch nicht. Sie. Hallöchen, ihr beiden. Sag mal, Oma, wartet nicht eben Ossi? Ich glaube nicht. Das ist ein Brief für dich, komm. Ach, von Ossi? Den hast du eben haarscharf verpasst. Also, halt dich da raus, ja? Sag mal, hat er den meinen Brief gelesen? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nicht. Mhm. Nur kick mal an. Aber ich soll den lesen. Sieh mal, was ich damit mache. Ach, Otto. Das ist eine Überraschung. Ach, ich war zufällig in der Jähe und dachte, ich kick's mal hin. Ist ja nett von dir. Willst du einen Schnaps? Schnaps? Na ja, ist ja schon nach 12. Ne? Gut. Wisst ihr, deine Datscha ist ja ein angenehmes Plätzchen, wenn man sich so zur Ruhe setzen will. Ne? Sag mal, worüber wir da gestern gesprochen haben. Ja? Dein Kollege, dem sein Laden also plötzlich so teuer wird, ja? Ja, was ist denn mit dem? Naja, ich hab über den Fall nochmal nachgedacht. Ja? Und ich glaube, das wird höchste Eisenbahn, dass man da was unternimmt. Ne? Ja, nimm mir mal das Glas ab. Bevor ich das alles verschütte. Der Kollege, das bist du nicht. Hallo! Da bin ich, Omachen. Und auch noch ganz pünktlich. Hallo, Edeltraut. So nett von dir. Ach, was, Omachen? Ich hab doch heute meinen freien Tag. Na, Gott sei Dank, du Küken. Na ja, musst du denn auch immer die Markstücke aus den Automaten fischen? So. Na, du hilfst doch auch immer allen. Also, nur mal ran an die Buletten. Wo sind sie? Hm? Ja, wer ist denn das? Sag mal, die haben doch alle gesagt, sie haben keine Zeit. Also, wo ist sie? Ach, sie wer? Da war die defekte Leitung. Mit der riesen Axt? Oma, mit dem Ding habe ich schon ganz andere Probleme gelöst. Ja, ein kurzer Schlag und... Oma, na, das ist ja wohl das Letzte. Das... Ah! Oma, das ist nicht fair. Ossi, sei doch nicht so stur. Ach. Sie ist stur, das siehst du doch. Du
bist du, du Ochse! Na, was habe ich dir gesagt? Ah! Miststück! Oje. Ja, naja, weil wir uns neulich so kindisch benommen haben, Oma. Ja, so euch wollte ich heute leider nicht hier haben. Hast du Besuch, Margarete? Na, Edeltraut ist da. Ossi auch. Ich denke, die reden nicht mehr miteinander. Tun sie auch nicht. Ossi, jetzt mal vom Mann zu Mann. Jetzt mal von Mann zu Mann, du hast das völlig falsch verstanden, hörst du? Nein, Ossi, das hast du nicht falsch verstanden. Ottmar hat es falsch verstanden. Du hast doch wieder mal alles verkehrt verstanden. Ich habe, du hast doch Edeltraut. Ich hab doch Edeltraut gar nicht gesagt. Ruhe! Oh. Na also, jetzt mal die Kardinalsfrage, ihr beiden. Liebt ihr euch noch? Habt ihr nicht gehört, was Oma gesagt hat? Aber zuerst stellst du die Axt weg, ja? Das hast du wieder prima eingefilmt. Nee, Ottmar. Alles reiner Zufall.